Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen, und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wir feiern heute ein Fest, wir feiern das Fest Mariageburt. Wir feiern, dass das Leben einen ewigen Ursprung hat, einen ewigen Ursprung und ein ewiges Ziel. Und das ist auch das, was uns der Apostel Paulus in dem Brief an die Römer schreibt, was wir heute als Lesung hören. Gott hat uns erwählt. Er hat uns erwählt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht. Und wir dürfen uns heute daran erinnern, dass diese Schritte an Maria schon ihre Vollendung gefunden haben. Und dass wir uns an ihrer Heiligkeit, dass wir so gewiss sein dürfen, dass das, was an ihr geschehen ist, auch an uns geschieht, geschehen ist. Wir sind schon geboren, auf die Welt gekommen, aus diesem ewigen Ursprung heraus und gehen hin auf dieses ewige Ziel. So nehmen wir heute diesen Gedanken mit hinein, dass unser Leben seinen Ursprung, seinen Beginn bei Gott hat, auf ihn ausgerichtet ist und zu ihm zurückführen wird. Und dass Maria die ist, die diesen Weg schon gegangen ist und die bei Gott für uns Fürsprache hält.